Von 0 auf 67, Dahul und Meet Her at the Love Parade 2001. Solltet ihr immer noch auf Möhre und ihr von Adomo beeinflusstes Meisterwerk Pack ihn ein, la warten. Sorry, ist irgendwie verschwunden das Tape in unserer Redaktion. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gleich riskieren hier Sum 41 eine dicke Lippe. Also, Finger weg von der Fernbedienung! Bis gleich. Unglaublich. Damit hätte ich jetzt fast schon nicht mehr gerechnet. Aber haben echt jetzt doch noch einen Titel für ihr neues Album gefunden? Recorder. Gedacht ist das Ganze als Verneigung vor den Beatles, die ja vor ca. 75 Jahren einen Longplayer namens Revolver auf den Markt gebracht haben. Eine tolle Sache, aber ehrlich gesagt hätten die Jungs ihre Platte auch Laubsägenarbeiten nennen können. Hauptsache ist ja schließlich, dass da jede Menge Hits drauf sind. Und die Vorab-Single, Wie geht es hier so, ist so ein Hit. Und der greift sich direkt in der ersten Woche Platz 55. Glashaus covern selig. Auch eine feine Sache. Die deutschen Plattenkäufer sehen das ähnlich und befördern Ohne dich von der 0 auf die 43. Und was jetzt kommt, ich sag's euch, das habt ihr ja noch lange nicht gesehen. Also das ist unglaublich. Pause. Wie viele Tage sind es nochmal bis zum 24. September? Es soll ja sogar Menschen geben, die auf Anhieb sagen können, wie viele Stunden es noch bis dahin sind. Und das alles nur, weil dann gleich zwei tolle Sachen passieren. Erstens geht unser neues Format Videoclash zum ersten Mal in den Start, die erste SMS-Show im deutschen Fernsehen. Und zweitens bringt dann Roger Sanchez sein neues Album raus. Dafür hat er jeden Semi-Promi, so wie Charlie Spittery von Texas oder Armin van Helden, angeheuert. Und dass er selber auch noch so einiges drauf hat, dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Diese Woche marschiert er von der 33 auf die 23 mit Another Chance. Was haben Fettes Brot letztens noch mal gesagt? Entweder man hasst die Nummer oder man liebt sie. Dazwischen gibt es nichts. Tja, und im Moment scheint es ziemlich viele Leute zu geben, die sich für Punkt 2 entschieden haben. Schwule Mädchen legt einen Riesensprung hin, von der 0 auf die 18. Und wer sich sonst noch so in den Top 20 rumtreibt, das erfahrt ihr gleich nach einer Pause. Ich denke, das ist der Moment, wo ich den Schnelldurchlauf ankündigen sollte. Mache ich doch gerne. Hier sind die Plätze 10 bis 2 der Hitlist Germany. Christina Aguilera plant für ihr neues Album Collabos mit Moby, Gwen Stefani, Timbaland und vielen anderen Megastars. Lil Kim, Maya und Pink sind ihr wohl nicht mehr gut genug. Gemeinsam fallen die Damen von 9 auf 10 mit Lady Marmalade. Warum man ausgerechnet in der Disse rumheulen soll, das verraten uns diese Woche die drei Glamour-Schweden von Alcazar. Mit fröhlichem 80s-Revival-Sound steigen sie um 11 Plätze auf die 9. Crying at the Discotheque. Und nochmal die 80s. Wer das Jahrzehnt gruseligster Geschmacksverirrung selbst miterlebt hat, wird wohl kaum verstehen können, was die Kids heute daran finden. Zum Beispiel an Nenas hochintellektuellem Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann Remake von den DJs at Work. Someday weiterhin auf der 8. Robbie Williams splitterfasernackt. Bei seiner Aftershow-Party in Köln legte Dirty Rob einen gekonnten Strip hin und ließ Anke Engelke und Bärbel Schäfer sein bestes Stück begutachten. Die Damen werden das Teil bis in alle Ewigkeit nicht vergessen. Eternity wie gehabt auf der 7. Shaggys Gespielinnen schwärmen nicht nur von seinen scharfen Bettgewohnheiten, sondern auch von seinen feurigen Kochkünsten. Nach der Kopulation pflegt Mr. Lover Lover selbstgemachte Pastetchen zu reichen. Liebe geht eben durch den Magen und natürlich durch die Charts. Angel auf Platz 6. Was kann sich ein Mann mehr wünschen? Drei heiße Miezen und jede Menge scharfe Schlitten. Atomic Kitten sponsern als erste Popband ein Motorsportteam. Sex und Autos, die perfekte Kombination. Mit Eternal Flame steigen die Rennkätzchen um einen Platz auf die 5. Endlich wissen wir, warum Judith von der Hermes Hausband von ihren Kumpels Poppy genannt wird. Sie poppt für ihr Leben gern und deswegen ist sie auch schon wieder schwanger. Anstatt den kleinen Embryo zu schonen, krakeelt Poppy rücksichtslos weiter Country Roads auf der 4.
Für ihre Silikon-Busenfreundin Donatella Versace ist Lil' Kim zu allem bereit. So ließ sich die Rap-Bitch für Donnas letzte Show das Versace-Logo in die Haare färben. Trischig, genauso wie Kims Outfit im Clip zu In the Air Tonight. Mit dem Phil Collins-Remake bleibt sie auf der 3. An sage und schreibe 6 Soundtracks hat Uncle Cracker in diesem Jahr schon mitgearbeitet. Darunter American Pie Teil 2 und Osmosis Jones mit Bill Murray. Der Laden brummt für den netten Onkel Follow Me auch diese Woche auf Platz 2. Meine Damen, meine Herren, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Oder anders ausgedrückt, die No Angels wollen zusammen mit TSA ins Studio gehen und eine gemeinsame Single aufnehmen. Tja, Leute, ich würde sagen, die No Angels und der erste Platz, das ist eine Geschichte, die so schnell kein Ende finden wird. Und wo wir schon gerade darüber sprechen, auch in dieser Woche holen sich die Mädels die Spitzenposition mit der Must Be an Angel. Lasst euch überraschen, wer euch nächste Woche hier empfängt bei der MTV Hitlist Germany. Hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Haut mal ruf. That's a...